war Ciri sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. So, mal gucken, wo wir überhaupt sind und was wir jetzt machen müssen, so. Natürlich rechnen jetzt wieder. Oh, doch, das ist fast kaputt. Kann ich die reparieren direkt noch, oder? Kein Reparaturset. Hilft mir verarschen. Besuche Hansi, um herauszufinden, was andere zugestoßen ist. Setzt den Hexersinn ein, um Hansi zu finden. In die richtige Richtung, ja. Dann gucken wir mal, wo Hansi ist. Da vorne ist Hansi, man sieht es schon. Ich brauche ja gar keine Hexe. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Ich dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich hab ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wär's hier draußen so fad, sie wär vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun, aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab. Zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter. Leider nicht bis in die Hölle. Das ist meine Geschichte. Zu und sowas. Wozu brauchte die Weberin Omas Haar? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwas so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Das ist weise. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Oh Mann. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Das werde ich wohl müssen. Und was machst du?
Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Abgemacht. Alles klar. Wir gehen mal zurück und gucken mal, was da so abgeht. Boah, ist das wild hier. Wie springen wir nochmal? Hast du etwas erfahren? Wie ich es mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben ihr eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich arbeite allein. Die Sache geht uns alle was an. Wir wissen nicht, was da drin ist. Deine Männer machen Lärm. Viel mehr als ich allein. Ich vertrete in diesen Landen den Kult des ewigen Feuers. Es ist meine Pflicht, mit dir zu gehen. Also gut. Aber nur du. Der Rest bleibt hier bei Anna. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na, Chef, fangen wir an. Alles klar. Erstmal hier ein bisschen wieder Sachen plündern. Ja, irgendwie ging das noch. Warum ist sie mehr? Willst du mich verarschen? Das Ding verwehrt mir Beute. Hä, das war doch eben noch. Leuchten? Na egal. Noch mehr Beute. Hier ist der Graten. Ja. Der dritte Keller, Rücke der Rücke so. Oh, ich bin im Keller, ne? Ah, okay. Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein.
Na schön. Ich sehe mir die anderen an. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Muhmen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Kaum. Die Muhmen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Oh Mann. Ich weiß immer noch nicht, welche ich nehmen soll. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Guck uns noch die andere an. Kann durchaus sein, aber sicher bin ich nicht. Wir sollten uns die anderen ansehen. Gucken wir uns die hier nochmal an. An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Nehmen die mit violetter Steckrose. Interessant. Wenn das ihre Lieblingsblume ist, muss eine das Puppe sein. Mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Ich nehme sie jetzt. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Schnell, nach draußen! War es jetzt die richtige? Mutter, ja. Du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Muhmen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Wir können nichts tun, um ihr zu helfen. Aber wir... Nein, das kann nicht sein. Liebe Tochter, Philipp, es ist schön, euch zusammenzusehen. Tut mir leid, Annie, für alles. Es tut mir leid. Mutter, Tammy, erinnerst du dich, der Tag, an der Ina. Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Oh ja. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Sprich mit dem Baron. Boah, das sind 1300 Meter.
kann ich doch irgendwie porten, oder? Wie war das nochmal? Rekrutsetzen. Ach ja, nicht immer schön. Aber so ist Witcher halt, ne? Witcher ist echt fast immer traurig. Traurig und grausam. Und es gibt ja jetzt eine Sache, die ich hoffe, dass nicht passiert ist. Und dann frage ich mich, wenn das jetzt gleich so ist, dann frage ich mich, wie ich das hätte verhindern können. Gewitter, ne? Das ist voll die bedrückende Atmosphäre gerade. Ein Sturm, verdammt. Das ist ja aber schnell aufgefallen. Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. War er betrunken? Ja. Es war klar, dass der Fusel sein Ende sein würde. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt komplett anders gespielt, als damals der gewisse Herr Gronkh gespielt hat. Und ich habe nochmal wieder anders gespielt, als ich das letztes Mal gemacht habe. Bei allen drei Entscheidungen hat er sich aufgehangen. Jetzt frage ich mich, was wäre die richtige Entscheidung gewesen? Was wäre die Entscheidung gewesen, wo er sich nicht aufgehangen hätte? Was hätte jetzt Anna gerettet? Ich weiß es aber nicht. Ja gut, so sei es. Keine Ahnung, was ich hätte tun sollen. Okay, Level 10. Hier irgendwo. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Ist ja doch nur glücklich. Okay, das macht's. Hexer, die Götter haben dich geschickt.
Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Was hast du sonst mit? Zeig mir, was du hast. Ich brauche Reparatursets. Die er auch nicht hat. 5 bis 7 Schaden? Ja, aber neuerdings will ich nicht. Ich will Reparaturset haben. Verdammt. Ich. Moment mal, was ist das denn? Das könnte ich mir. Und der hat nichts. Auf Wiedersehen. Guck ich mal beim Schmied vorbei, ob der da was hat. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Oh, der hat Reparatursets. Rüstung. Rüstung. Das ist dein Scheiß Ernst? Warum denn nicht Waffe? Die ist besser als das, was ich anhabe? Wie teuer? Koffe ist ein bisschen was, ne? Wie geht das denn noch? Jetzt habe ich genug. Dann gönne ich mir mal diese hier. Die oder die? Zerschmetterresistenz, Aufschlussresistenz, aber jetzt 3 Resistenzen. Und jetzt geht er weiter runter. Oder geht es jetzt runter? Weil, ach ja, wegen den Sachen geht es runter. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ja, genau die. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein, aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Da hätten wir wieder eine Quest angenommen. Aber ich habe immer noch nicht... Dings. Sieht optisch genauso aus. Null. Und ich kann was reinpacken. Was packe ich denn rein?
Oh, Quinn rein. Alles klar. Ist hier unten noch einer am Markt? Der Meister hat mir Socken geschenkt, Dobby ist frei. Was, wo? Hast du jetzt alle Monster verjagt? Selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Zeig mir deine Ware. Ich bezweifle, dass der Reparaturset dabei hat. Der hat ein Buch. Ich hab das schon gelesen. Ja, dann brauche ich das Buch nicht. Der hat auch nichts, schade. Leb wohl. Oder nicht, Ryan. Das ist hier die... Hupsa. Du kommst mir bekannt. Wo ist das Gold? Entweder du sagst es uns, oder... Nein, bitte. Wir haben nichts mehr. Herr, hilf uns. Halt du dich da raus. Lasst sie in Ruhe. Was soll das? Ich werde nicht einfach zusehen, wie ihr sie ausraubt und ermordet. Nicht mit mir. Da ist aber jemand empfindlich. Sieh weg, Weib. Immer noch da? Verdammt, schnappt ihn! Scheiße! Alle zusammen! Zu schnell! Der Hurensohn! Nicht gut. Die Schweine abgeschlachtet. Ups, ich hab das Hühnchen erwischt. Oh. Alles klar. Weiter geht's. So. Dann port mir mal dahin, wo ich hin muss. Hallo. Ich wünsche. Da oben muss ich hin. Ich kann da noch nicht hin porten. Was wäre denn das, was am nächsten dran wäre? Hier. Oder? Jo. Dann gucke ich gleich als erstes hier vorbei. Porte hier natürlich. Zum Galgenhügel. Ich gehe weiter. Vielleicht habe ich ja da im Dorf Glück. Fragezeichen. Wenn ja, mache ich das nur kurz. Oh, das haben wir schon gemacht.
denn hier passiert? Alles klar, aber das beendet erstmal diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao, yo. Einst waren sie zahlreich, doch heute sind sie rar. Jäger, Schlechter des Abschaums dieser Welt. Die Hexe, erschaffen, um zu töten. Einer von ihnen ist eine Legende. Geralt von Riva, genannt der Weiße Wolf.